Zombies findet man überall. Zusammengesetzt aus Smartphone und Zombie beschreibt dieses Wort das Phänomen des aufs Handy starren. Viele Zombies bringen sich in Gefahr, weil sie ihre Umwelt vergessen. Bodenampeln, die blinken, sobald sich eine Tram nähert, sollen nach Willen der CSU im Straßenverkehr für mehr Sicherheit sorgen. Ich habe ja gesagt, es soll geprüft werden, ob es Sinn macht, dass wir sie in München einführen. Denn wir merken einfach, dass sich Unfälle im Gleisbereich häufen, aufgrund von persönlichen Einschränkungen. Es gibt ja auch gebrechliche Menschen, die eingeschränkt sind in der Wahrnehmung, aber natürlich auch durch Unachtsamkeiten. Und die Frage, die ich gestellt habe, ist schlicht und ergreifend, ob es Sinn macht, das in München einzuführen und ob die Verwaltung glaubt, dass wir damit das Unfallrisiko erheblich reduzieren könnten. Die Stadt hat den Vorschlag der CSU abgelehnt, an 5 Stellen in München Bodenampeln zu testen. Begründet wird dies mit einer Stellungnahme der Stadtwerke München. Wir sehen Bodenampeln skeptisch, weil dadurch Fehlverhalten im Verkehr letztlich gefördert wird. Zu Ende gedacht müssen sämtliche Straßenübergänge mit Bodenampeln ausgestattet werden. Handynutzer können ja nicht nur die Tram übersehen, sondern auch Autos. Und was ist eigentlich, wenn es schneit? Wir appellieren daher an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Auch die Grünen sehen den Vorschlag der CSU kritisch. Der Schilder- und Ampeldschungel überfordere die meisten Verkehrsteilnehmer schon so. Jedoch könnten sie sich mehr Markierungen am Boden vorstellen, denn das Potenzial des Asphalts sei noch nicht ganz ausgeschöpft. Also man kann nicht die ganze Stadt umbauen. Man müsste ja dann überall an jeder Stelle, wo man stolpern könnte oder wo es einen Bordstein gibt, was tun. Und ich glaube, wir haben Bordsteine, sind normalerweise ja so eine Markierung, wo man sagt, da fängt jetzt die Fahrbahn an, da muss ich aufpassen. Und man muss vielleicht schauen, natürlich, wenn in dem Fall war es öffentlicher Verkehr und zu Fuß gehen, da muss man vielleicht auch schauen, wie man sowas noch ein bisschen verdeutlicht. Aber es muss nicht immer leuchten, glaube ich. Das kann auch vielleicht über ein bestimmtes Pflaster, über eine bestimmte Art, wie ein Bordstein aussieht, geschehen. Und ich glaube, man muss tatsächlich öfters doch auch mal nach oben schauen und die Menschen anschauen, die in der Stadt auch unterwegs sind. In Augsburg und Köln haben sich die Bodenampeln auch nicht durchgesetzt. In München müssen deshalb andere Lösungen gefunden werden, um die Gefahr für unachtsame Verkehrsteilnehmer zu verringern. Ich glaube, dass wir alles machen sollten, was uns möglich erscheint und wo wir den Eindruck haben, dass es vielleicht Sinn machen könnte. Wir werden es nicht wissen, genau, aber jeder Unfall, der vermieden werden kann, ist, glaube ich, gut. Die Stadtwerke München möchten die Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmer fördern. So planen sie Spots im Fahrgast-TV oder spezielle Trainings, zum Beispiel für Schulkinder oder mobilitätseingeschränkte Menschen.